was mich wohl auf dieser Insel erwartet. Warum will mich Mayo unbedingt da drinnen haben? Warum? Wird es endlich ein Ende haben? In dieser Stadt? Oder wird es immer so weitergehen? Du hast tapfer gekämpft. Sehr tapfer. Aber deine Jungs sind noch nicht bereit für einen Krieg, Faroth. Lass deine Jungs weiter aufbauen. Und dann lass jeden in der Stadt finden. Scheißegal. Scheißegal, wer was sagt. Du bist ein Mann. Und auch wenn du heute diesen Krieg nachgibst, irgendwann kommt der Tag, an dem du mit 50 Mann vor deiner Hut stehst und die Leute sich irgendwann bei dir entschuldigen. Also mach dir nichts draus. Scheiß auf Bilal. Scheiß auf alle. Denk an deine Zukunft von Banner Over Everything. Du bist ein Mann. Du wirst das schaffen. Manchmal muss man leider seinen Fehlern eingestehen. Aber wir kommen stärker zurück. Armut! General! Willkommen auf Ayo Perico! Ich rühre mich erst, wenn Sie sagen rühren, Sir! Ah, Sie können sich rühren. Danke, Sir! Gut, dann folgen Sie mir. Halten Sie an! Halten Sie an! Ich bräuchte einmal die Namen. Ich hoffe, Sie haben das unter Kontrolle, General. Wir müssen einmal eine Routinekontrolle durchführen. Am besten, wir fahren rein, Soldat. Das machen wir innen, ja? Genau, stellen Sie sich einmal hier ins Licht. Einmal bitte die Ehren durchsuchen. So, ich werde Sie einmal abtasten, der Herr. Alles klar. Irgendwas dabei, was gefährlich werden könnte. Alles klar. Außer mein Schwanz nichts. Gut, Herr Ben, dann nehmen Sie einmal die Hände hoch. Hände hoch. Gehen Sie auf die Klimmisse. Faroth! Ich wusste es. Er hat nichts dabei, General. Faroth, Befehl ist Befehl! Alles gut. Befehl ist Befehl! Alles gut. Ich habe damit gerechnet, Mayo. Ich weiß, aber es ist Befehl. Ich kann diese Befehle nicht. Du weißt schon. Ich habe damit gerechnet. Hände nach oben, sonst wirst du abgeknallt. Ich sagte. Alles gut. Bleib mal genauso stehen. Bleib mal genauso stehen. Kurz Foto für die Nachwelt, Ayo. So, du nimmst jetzt die Füße weg von dem Fahrzeug. Hast du verstanden? Füße weg. Denkst du, du bist bei dir zu Hause, dass du so umgehen kannst, ja, Kalb? Ab nach vorne, los! Lässt ihn in das Fahrzeug und fährt mir hinterher! Es war klar. Es war klar. Aber vergisst nicht eins. Vergisst nicht eins! Faroth Ben hat sich alleine wie ein Mann hingetraut. Alleine. Vermutlich erwartet mich jetzt der Tod oder keine Ahnung, aber ich mach das für euch. Banner over everything. Für euch. Das Ding ist, Befehl ist Befehl. Ich kann da nichts machen. Alles gut, Mann. Alles gut. Vergiss nicht eins, Mayo. Du hast mich schon zweimal hintergangen und als ich mit dir war und ich gesehen habe, dir geht's scheiße, du brauchst Geld, habe ich nicht eine Sekunde gezögert, dir das Geld zu geben. Zum Haufen. Weißt ja, du warum? Aber ich weiß, aber ich darf keine persönliche Beziehung haben. Du bist ein Bruder. Ich kenne dich schon sehr lange. Schon sehr, sehr lange. Weißt du noch? Mit Fenasi. Ja. Oder andere Dinge. Du bist wie ein Bruder für mich. Und ich habe gesehen, du bist gerade am Fallen und ich wollte dir Hand reichen. Ich wollte, dass es dir wieder besser geht. Ich wollte, dass genau das aus dir wird. Dass du nämlich ein Motherfucker in der Stadt bist. Aber ich nehme es dir nicht übel, weil wenn man einmal dieses Geld riecht, dann schmeckt das so gut, dass du mehr haben willst. Du willst mehr und mehr und mehr. Aber irgendwann, je höher du fliegst, desto tiefer wirst du auch fallen. Denk an meine Worte. Schade. Welches? Ich habe gerade angefangen, ja, Mayo zu mögen. Herr Ben, aussteigen. Einmal folgen, bitte. Du warst mir ein guter Freund, Mayo. Ich muss das leider trennen mit meinem privaten Leben. Ich bin General. Gehen Sie bitte rein. Ich diene meinem Land. Ich diene den Perikianern. Für meine Jungs. Ja, kann ich fragen. Für meine Jungs. Haben Sie noch, wahrscheinlich war's das jetzt. Faroth. Herr Oleg.
Präsident Oleke, bitte. Herr Präsident Oleke. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du deine Filme machst in Los Santos. Das war mir auch immer scheißegal, muss ich sagen. Aber wenn das dann rübergeht auf meine Freunde, auf meine Familie, dann bin ich gezwungen, mich einzumischen. Und deshalb bist du jetzt hier. Denkst du, du bist hier bei dieser Haut? Ist das auch jetzt hier ein Soldat? Das ist ein wahrer Soldat, ja. Okay. Er ist ein Krieger. Ein Krieger, so einer, der du niemals sein wirst, Faro. Hör mir mal so. Wie kann das sein, dass du versuchst, in Los Santos Attentäter auf Bilal zu hetzen? Mit welchem Grund? Ich habe nie einen Attentäter auf Bilal gesetzt. Ich habe, meine Jungs haben sich darum gekümmert. Beziehungsweise nicht nur meine, die ganze Stadt. Die ganzen Gangs in der Stadt haben sich darum gekümmert. Jeder wollte Bilal seinen Kopf, weil er mir und auch Toasty den Krieg erklärt hat. Wallah, jetzt lügt er schon wieder mit dieser Scheiße. Ich kann mir das langsam nicht mehr anhören. Verstanden. Dann erklär es ihm. Kindern muss man halt etwas öfters Pass auf, erklären. Ich bin hierher gekommen, obwohl es mir eigentlich klar war, dass mich hier der Tod erwartet. Aber ich bin trotzdem hergekommen. Ich fasse das kurz. Wie gesagt, ich habe vor 3 Wochen mein Label gegründet und weil Bilal ja Schaltzentrale verlassen hat, ich habe mein eigenes Label gegründet, dann war er eine Zeit lang nicht da und ich habe mein eigenes Ding gemacht. Danach ist er nach 3-4 Wochen oder so gekommen, hat dann gesagt so, ja, hey, ich bin wieder da nach dem Motto. Dann habe ich halt ein bisschen so mir die Spieße erlaubt, wie ich immer mit ihm mache. Die hat er ernst genommen. Habe ich halt so gesagt, aus Spaß, ey, du hörst dich an, als ob du einen Schwanz im Mund hast. War vielleicht scheiße, so wollte man nicht sagen. Zu einem Kollegen, den man lange kennt, beziehungsweise der mit sich ein Label gemacht hat. Hast du recht? Kann ich kurz dazwischen grätschen? Natürlich. Das war doch dein Chef, oder nicht? Mhm. Der hat dir doch geholfen. Hättest du ohne ihn dieses eigene Label aufmachen Nein, können? Nein, hätte ich nicht. Aber Und dann ich, sagst du sowas wie Schwanz im Mund? Weißt du, warum ich das gesagt habe? Bilal, warum bist du einfach gegangen? Weißt du, was Castello mit mir gemacht hat, als du weg warst? Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, du warst nur in Schaltzentrale, weil du mit Bilal warst. Jetzt, wo Bilal weg ist, da spucken wir auf dich. Die haben mich an einer Insel abgelassen. Ayo, hast du vielleicht ein Taschentuch? Alles klar, Bilal. Bilal, was sagst du dazu? Musst du selber wissen. Ich war abgefuckt. Ich hab, sag dir ehrlich. Amazo, was für abgefuckt, Alter. Du fällst dich wie meine Ex-Freundin. Verstehst du das? Machst mir einen auf Mann am Telefon, ja, Selemir. Und dann machst du die Dicken. Da mach ich Scheiß drauf. Fahr ich mit dir zu diesem Parkdeck. Dein Kollege zielt auf mich. Ich sag, wenn deine Leute mich noch einmal so blablabla, bla, bla, gibt's Ärger. Und du knallt, lässt mich. Schießt du. Deine Leute schießen auf mich? Ja, Janne, deine Leute schießen auf mich! Das war vielleicht scheiße, Mann, dass man geschossen hat, aber... Das war vielleicht scheiße. Aber du musst so verstehen, meine Jungs... Du bist sehr, sehr stolz, Mann, ich weiß das. Es wird aber langsam für dich eine Zeit, denn es wird ein bisschen knapp jetzt für dich. Die Zeit läuft langsam ab, dass du vielleicht mal etwas mehr einsehen solltest. Verstehst du das? Und dann rufst du mich eben an und du denkst, mir geht es um... Billa, du bist der Krasseste? Ich hab für dich Krieg in der ganzen Stadt gemacht. Voila, du hast egal wo, du wir waren dein Rücken. Ich hab keinen Bock mehr auf Krieg. Du hast keine Lust auf Krieg, dann möchte ich, dass du dich jetzt entschuldigst. Vom ganzen Herzen. Bei Bilal und bei mir. Warum bei dir? Ich hab bei dir doch gar nichts gemacht. Bei dir, natürlich! Du hast doch diese Probleme mit dir rübergebracht. Du hast die Probleme hier rübergebracht. Warum? Und bei mir auch. Tagelang. Bei Mario auch. Da halt deine Schnauze, Mario. Du hast mich schon 3-mal verraten. Warum soll ich mich bei dir entschuldigen? Da gab es einige Sachen. Tagelang hatten wir hier Probleme aufgrund eures Konflikts. Und wenn du das nicht verstehst, dann wirst du das spüren. Pass auf, Bilal. Also ist die Liebe Bilal. Ein Krieg oder eine Entschuldigung? Bilal, dass damals meine Jungs auf dich geschossen haben, war falsch. Ich entschuldige mich im Namen von allen Banner Over Everything Jungs, dass wir dir an dem Tag auch in den Kopf geschossen haben und auch auf Vanilla. Ich will keinen Krieg, ich will Business machen, ich will Geld und ich kann mir diesen Krieg nicht mehr leisten. Ich habe keinen heißt Bock das mehr. Also, wenn du könntest du dir das leisten, würdest du weitermachen? Das habe ich auch gerade so gehört. Ey Geld, Jungs, übertreibt nicht. Um Geld? Nein, übertreibt nicht. Du entschuldigst dich hier und sagst dabei durch die Blume, dass wenn du Geld hättest, du weitermachen würdest. Weißt du, was wir mit dir einstellen, ihr Kalb? Weißt du, was wir mit dir einstellen? Weil du ein Hund bist! Kalb. Weißt du, warum? Weil das ein Hund ist! Deswegen! Ich hab mich entschuldigt, mehr kommt auch nicht von mir. Wie gesagt, entweder du nimmst das an oder auch nicht. Ist dir überlassen. Wer sollte das glauben? Musst du selber wissen, ob du mir glaubst oder nicht. Okay, wie wär's, wenn wir denkst, hast du ein Problem, dann können wir ja Weasel News dazu rufen, oder? Nein. Nimm die Entschuldigung doch wie ein Mann an. Ah, jo, sollen wir Weasel News rufen, dass die Video machen? Ich sag euch jetzt schon, vor Wixel News entschuldige ich mich nicht. Ich hab hier wie ein Mann meine Entschuldigung dir ins Gesicht Ach gesagt. So.
also öffentlich. Nimm sie an oder nimm sie nicht an. Nimm sie an oder nimm sie nicht an. Wurden die Spieler auch öffentlich die letzten Tage die ganze Zeit auseinandergenommen? Von deinen Jungs auch mit? Kannst du also nicht dann etwas Einsicht zeigen? Und dich auch öffentlich für deinen sogenannten Kollegen oder Freund öffentlich entschuldigen? Kannst Wie gesagt, nicht? Nein. Ich habe mich Warum hier nicht? Vor sein Gesicht entschuldigt. Entweder nicht? Nimmt ihr das an oder nicht. Ich habe das nur für euch getan, Jungs. Nur für euch. Damit es keinen weiteren Krieg gibt. Say no to war. Kein Krieg. Wir wollen Ruhm, wir wollen Reichtum. Das habe ich für euch gemacht. Noch wenn das hier jetzt falsch in die Hose geht, wie die Scheiße von Mock, wenn er mich sieht, dann kann ich trotzdem sagen, dass ich alleine hergekommen bin und wie ein Mann hier stand. Und wenn die Männer sind, dann nehmen die diese Entschuldigung so an und machen das nicht so. Aber anscheinend sind das keine Männer. Du hast zwei Möglichkeiten, A und B gibt es nicht. Entweder du entschuldigst dich und sagst, dass das ein Fehler war, den Krieg anzufangen. Und es geht nicht darum, auf die Knie zu gehen, Farouk. Es geht darum, mitzuteilen der Stadt Los Santos, dass der Krieg zwischen dir und Bilal und uns allen aufgehoben ist, dass jetzt Frieden ist. Alles wenn klar. Wenn du das nicht machen willst, kein Problem. Wir nehmen auf, wie wir dich hier kaputt schießen. Alles klar. Zwei Möglichkeiten. Also nimmst du auf und dann ist Ende. Dann ist Ende Gelände. Nach der Entschuldigung öffentliches Ende Gelände. Versprochen, habe ich euer Wort? Du hast unser Wort. Also danach habe ich euer Wort, ist Schluss. Ja. Ich möchte aber, dass du... Ich möchte auch von Bilal das Wort haben. Ja. Wenn die Voraussetzungen von Ayo alle erfüllt worden sind, was Ayo dir gesagt hat, dann ja. Das kriegen wir hin. Alles klar, dann sag, wenn du so. Aufnimmst. Okay. Go. Ich, Farud Ben, bin hier in Ayo Perico und hab Bilals Mutter geschwängert, diesen Hur... Nein, nein! Warten Sie, nein! Tun Sie es nicht! Ich f*** deine Mutter jeden Tag! Alles gut, nicht schießen! Jeden Tag! Nein! Dieser Idiot. Dieser Vollidiot. Eine Entschuldigung reicht ihm nicht? Eine Entschuldigung reicht ihm nicht und er will das öffentlich. Niemals. Ich habe meinen Mann gestanden. Ich habe meinen Mann gestanden und bin persönlich hingegangen und habe mich entschuldigt. Das alles sind keine Männer. Das sind Hurensöhne, wie diese ganze Deutschrap-Szene. Die wollen das alles öffentlich machen. Aber es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Ich entschuldige mich nicht öffentlich. Das Einzige, was ich öffentlich mache, ist höchstens den Geschlechtsakt mit Bilals Mutter öffentlich stellen. Siehst du diese schöne Stadt, El Grande? Mhm. Diese Stadt ist zu schön, um sich weiter zu bekriegen. Ist wirklich eine schöne Stadt, eine traumhafte Stadt. Dieser Krieg hat diese Stadt aber nicht mehr so schön gemacht. Dieser Krieg hat vieles in dieser Stadt kaputt gemacht und ich finde, es ist an der Zeit, einen Schritt zu machen, um logisch zu denken. Um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ist das Bilal gewesen? Nur sein Neffe. Mit Bilal hat sich das erstmal erledigt. Bilal, wieso das denn? Ich hab Bilal, ich bin wie ein Mann, bin ich zu Ayo Perico hingefahren. Und ich hab gesagt, schau mal, dass wir dich da im Parkhaus abgeknallt haben. War nicht korrekt, dies, das, aber er wollte keine normale Entschuldigung, er wollte das dann öffentlich stellen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich bin wie ein Mann alleine zu dieser Insel gekommen. Ich habe mich wie ein Mann alleine entschuldigt. Hast du dich mit ihm verabredet oder wie? Nein, ich bin da hingegangen, weil Mayo mich gerufen hat. Er bestand daraus und das war klar, dass das eine Falle war. Weißt du, ich bin nicht dumm, Grande. Aber egal, ich bin trotzdem hingegangen. Okay. Deswegen habe ich auch dieses Treffen hier nachgeschoben. So. Und ich bin auch damit instande gekommen. Ich wollte ja eigentlich schon öfter mit dir reden, aber immer wieder habe ich mir gedacht, okay, wir machen doch diesen Krieg, wir machen weiter, aber mittlerweile bin ich darauf. Tja, aber Farud, ich verstehe immer noch nicht, wieso du, Amigo. Also, verstehst du, dass du da mitmachst, aber ich bin mehr als nur enttäuscht von dir. Weil du weißt ganz genau, dass du dich diesem Pakt angeschlossen hast, was da Achim und Tasty da mit dem da zusammen. Das werde ich bis heute nicht verstehen. Weißt du, das Ding ist, Grande, ich war... Vor allem, ich nicht dein Feind war. Im Gegenteil, ich war dein...
Ich ja, hab dich unterstützt. Also, schau mal, da war das Gespräch mit Achim, aber da stand nichts fest. So, ich meine, okay, die wollten das machen, dies, das, aber da stand nichts fest. Aber an dem Tag, wo du mich da vor dieser Haustür da abgeknallt hast, habe ich mir dann gedacht, okay, Khalas, ist vorbei, jetzt muss ich da rangehen. Sehr aber Farod, amigo. Soll ich mit Cam oder ohne? Bist du nicht so eine hinterhältige Ratte gewesen? Mit Cam oder ohne? Bist du spätestens hier bei mir in der Hacienda und wir haben hier geredet. Was hast du gemacht? Du hast dich einfach umgedreht und diese Bollywood-Filme gemacht, amigo. Spätestens da hättest du es zugeben können. Hättest du Cojones gehabt. Hättest du noch bewiesen, okay, alles klar, da war was im Gange. Ich wollte, keine Ahnung, da wäre dann auch alles möglich gewesen, dass du den vielleicht nur... drippen wolltest, im Endeffekt ein bisschen Dollars auszuziehen. Ach, das ist das nicht Faro? Ja. Du hast überlebt. Oh. Alhamdulillah. Alles gut, nimm mal, pack mal das Teil. Hier wird eh nur geredet. Alles gut, amigo. Ganz gut. Wallah, den Krieg würden wir hart auf hart auf gewinnen. Das habe ich dir schon immer gesagt, Herr Granda. Nee, du weißt, Hombre, wir sind loco. Wir sind stur. Wir ziehen durch. Herr Granda, warte mal. Wochen, Monate. Du hättest mal eben Faro hören müssen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Krieg. Wallah, genau so nicht. Granda, schau mal, genau deswegen hatte ich keinen Bock auf. Den. Weißt du, was ich meine? Jetzt macht er mir wieder hier auf Ding. Genau deswegen. Weil ich es mir erlauben kann, im Gegensatz zu dir, du Walla, was willst du überhaupt, du Schwanz? Geh mal weg von dir, Alter. Was willst du überhaupt, du kleiner Pisser? Deine Fresse, du Hund. Hört der sich immer noch an wie Schwanz im Mund. Ich f*** dich und deine ganze Ding alle drumrum. Sehen wir ja morgen. Ey, das Gespräch soll bei diesem Thema bleiben, okay? Guck mal, Amigos. Grande. Schau mal, wenn wir über die Vergangenheit reden, kommen wir nicht zum Punkt. Wir reden entweder über die Zukunft, so. Aber wie soll denn die Lösung aussehen, Amigo? Die Lösung ist entweder, schau mal, ich hab Scheiße gebaut, ich sag dir, ich bin in diesen Krieg mit rein, auch, okay? Entweder, ich sag so, du akzeptierst das, unsere Jungs sind raus, du gibst uns Zeit, um Sachen aufzubauen, fertig, aus. Aber... Diese Krieg weiterhin, ich sag dir ehrlich, ich bin raus. Also von meinen Jungs wird keiner mehr auf Kuliakan oder wer auch immer noch mit euch ist, schießen. Farod, gut, lass uns mal bitte ganz kurz alleine, dass wir das mal hier im Kreis mal alleine mal besprechen. Ganz kurz, okay, das geht ganz schnell. Dann können wir alles das ein bisschen abkürzen hier. Lass uns hier nach oben kurz gehen, in die Treppe nach oben. Kolja, komm mit. Also, wir haben uns beraten. Und sind zu der Entscheidung gekommen, okay? Für dich kann auf jeden Fall der Krieg jetzt und sofort auch ein Ende haben. Indem du, ich meine... Warte, ich unterbreche dich. Auszahlen, ne? Das beinhaltet das auch mit, seh. Okay, was wollt ihr? Was wollt ihr? Sag wir wollen die Hälfte von das, was du von Achim bekommen hast. 200.000. Nein, guck mal, wir reden von dieser Summe von 150.000, okay? Das ist sowieso. Damit ist das Ding durch. Ganz einfach. Das sollte dann passen. Mitte getroffen, perfekto, das war's. Sieh das als entweder das Dollarus von Achim oder mein Vorschuss oder keine Ahnung was. Ja, yeah, okay. Also. Alles so. Klar. Hier, ein bisschen den Billen. Ja, hier, jetzt kriegt irgendein anderer. Dankeschön, geht doch. Bitteschön, haut rein. Adios. Du weißt, Farod, die Sache ist mit allen hier geklärt damit, ne? Also, mit allen geklärt. Ja, wie gesagt, von allen Parteien. Mit Kuliakan neutral. Es gab niemals die Hilfe von eurer Seite und wir sind gut miteinander. Mach's gut, Farod. Hier ist der Gang. Schönen Tag noch. Komm gut nach Hause. Ich werde gut nach Hause kommen. Ist mir scheißegal, der Diss-Track kommt trotzdem.